Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wieder der Nerv hier fröhlich. Heute geht es mal nicht um die Scrambler. Heute in diesem Video möchte ich mal eine Schadensbegrenzung an meine Sportsmen machen. Und zwar liegt daran, die Blökert vorne im Auspuffbereich, im Motorbereich, irgendwie macht sie Krach und da ist irgendwo was kaputt. Und ich will jetzt mal schauen, woran es genau liegt. Ob es an dem Auspuffband liegt, was ich da mal im Video gemacht habe, könnt ihr mal aufklicken. Ob dadurch eben der Auspuff kaputt geht oder ob einfach nur vorne der Anschluss am Motor irgendwie locker geworden ist und dadurch der Krach da vorne im Motorraum rauskommt. Jetzt wollen wir erstmal die Scrambler rausnehmen hier und mal meine Sportsmen reinholen. Na? Dann legen wir mal los. Dann wollen wir mal gucken. So, wie ihr mitbekommen habt, macht die ganz schön Krach, wa? Und das lässt sich nicht ganz genau lokalisieren, aber irgendwo in diesem Bereich ist irgendwas laut. Und das ist ja eigentlich genau unser Auspuff, wa? Das heißt also, ich muss jetzt erstmal ein bisschen was abschrauben hier. Und zwar Kotflügelverbreiterung. Sitzbank, Schnorchel, Seitendeckel und dann versuche ich mal, den unteren Kasten hier rauszuschrauben, ohne jetzt die oberen Verkleidungen wegzumachen. Das ist eine ganz schöne Fummelei, deswegen werde ich das mal schnell in Zeitraffer machen, mit ein bisschen Musik hinterlegt, damit ihr mal zuguckt, wie ich das abschraube. Aber ihr könnt auch den Trick mit den Schnipsen machen, aber das bringt euch auch nichts. Ihr wollt ja mal gucken, wie man sowas hier auseinanderschraubt, wa? Gut, dann legen wir jetzt mal los. So, die Plastikverkleidung ist komplett ab. Also die Schrauben am Krümmer sitzen schon mal alle so, wie sie noch sollen. Das heißt also, ich muss jetzt mal den Auspuff abbauen und werde mal den ganzen Auspuff von abmachen und gucken, wo hier der Krach herkommt. Ja? Also ich ahne schon Böses. Gut, das heißt also erstmal Auspuff abhängen, die zwei Federn lösen, das Ding nach hinten ziehen. Die vier Schrauben werde ich jetzt erstmal einsprühen mit ein bisschen Rostlöser, weil die immer fest gammeln. Und dann gucken wir mal weiter. Das war das Falsche hier. Das ist gut. Das ist gut. Hm? Ja, die hintere Schraube war sowieso ein bisschen fummelig. Dann zeige ich euch gleich mal, wenn ich den Auspuff raushaue. Vier Schrauben lösen hier und da hinten die Federn. Das kennt doch jeder, wie das geht. So, dann wollen wir uns mal den Auspuff angucken. Ich habe schon mal alle Schlauchstellen abgemacht. Einige sprühten Rostlöser, einige haben es hinter sich. Einige gehen noch und ich habe es noch nicht geöffnet. Das mache ich mit euch zusammen jetzt. Jetzt nehmen wir einfach mal die Hitzeschutzbleche ab hier und gucken uns mal an, was hier los ist. Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Und ich bin mir felsenfest der Überzeugung, dass ich eigentlich komplett hier Auspuffband dran hatte. Jö, dann machen wir das andere Hitzeschutzblech ab und sehen schon, was hier los ist, wa? Da ist ein bisschen viel kaputt. Jö, das Band ist auch schon überall komplett weggebrannt hier, teilweise hier und hier. Und ich werde auch keins mehr rummachen, aber jetzt muss ich mal sehen, dass ich das da auch irgendwie repariert bekomme. Jetzt mache ich erstmal das Band komplett ab hier und schaue mir mal die Scheiße da denn mal an. Gut, bis gleich. Das ist alles ab. So, Auspuffband habe ich alles komplett ab und das ist, ja, also ihr müsst auf jeden Fall Handschuhe tragen. Ich mache das nie, wisst ihr, aber das ist Glasfaser, das piekt wie Sau
Also auf jeden Fall Handschuh tragen. Und wenn man sich jetzt mal den Auspuff anguckt, ich muss irgendwie sehen, dass ich dieses Puzzle auch irgendwie wieder zusammenkriege. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob ich jetzt erstmal puzzeln kann. Ich werde jetzt mal hier die ganze Auspuffwand entsorgen und dann mal gucken, wie wir das hier wieder so hinbekommen, dass es erstmal wieder hält, provisorisch. Und dann muss ich mal wahrscheinlich mir einen neuen Auspuff bestellen. Gut, schauen wir mal. Puh. Das war irgendwie so hier. Verstehe. Und das war irgendwie so. Oder war das so? Ah, hier. Hier irgendwie so war das. Ah, ja. Verstehe. Ah, das sitzt. Dann kann ich hier also auf jeden Fall erstmal irgendwie das fixieren. Und da muss ich mal gucken, wie ich das andere hier festkriege. Du Scheiße, ey. Das wird doch niemals was. Ich muss aber erstmal die Schweißpunkte hier alle blank machen, damit ich das schweißen kann. Jetzt wollen wir das mal machen. Schauen wir mal. Am besten so, dann. Ja. Ich muss das erstmal irgendwie blank kriegen. Ich weiß noch nicht wie. Glück, dass das Kinder sieht, wie ich jetzt anfange zu fuschen. Gucken wir mal. Okay. Machen wir eine Drehung. Eine Drehung. Und gucken uns das mal weiter an. Hier wird es natürlich noch lustig mit dem Schweißen. Ach du Scheiße. Mach mal so. Da komme ich gar nicht mit der Drahtbürste daran. So, ich habe jetzt hier alles schön zugebrützelt. Ja, ich weiß, das sieht nicht perfekt aus. Muss es auch nicht. Das muss nur halten und dicht sein. Ja, darf kein Krach rauskommen und darf auch nicht kaputt brechen. Deswegen habe ich auch die Schweißnähte jetzt schön weit auseinandergezogen, damit wir mehr Material haben, das länger hält. Gut, ich denke mal, dass es dann wahrscheinlich, wenn es reißt, wieder hier an diesem Rohr reißt, weil es sehr dünnwandig ist. Müssen wir gucken. Ich werde es jetzt erstmal abkühlen lassen. Dann werde ich es ein bisschen mit einer Fächerscheibe abschleifen, gucken, ob ich auch wirklich alle getroffen habe. Und dann muss ja das andere Rohr hier auch noch ran. Das muss ja irgendwie hier so und dann so und so. Aber das kann ich jetzt nicht einfach auf Verdacht irgendwie anbrützeln. Weil was ist denn, wenn ich das jetzt falsch anbrützle, dann passt das nämlich nicht mehr am Motor ran. Das heißt also, ich müsste jetzt erstmal die beiden Rohre fixieren am Motor wieder, damit ich hier hinten zwei, drei Schweißpunkte setzen kann. Und das genau da arretiert ist, wo es soll. Und dann kann ich es auch erst hier oben an der Halterung wieder festmachen. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich den Auspuff ausgerichtet. Habe ihn auch hinten am Auspuff wieder mit den Federn alles festgemacht. Habe ihn richtig schön, dass er keine Spannung hat, nichts angeschraubt. Und jetzt können wir das zweite Rohr auch wieder anschrauben. Und schauen, dass wir das spannungsfrei da irgendwie angebrützelt bekommen. Wichtig ist jetzt beim Anpunkten, es darf keine Spannung irgendwo drauf liegen. Sonst reißt euch der Auspuff wieder ab. Wenn er heiß wird. Weil wenn er heiß wird, dehnt er sich nochmal aus. Oh, ich hasse die hintere Schraube hier. Ey. Ich hasse die wie die Pest. Habe ich das schon erwähnt? So. Gut, dann mache ich jetzt immer schnell mit der Drahtbürste hier ein bisschen blank und guck mal, wo ich hier punkten kann. Und dann ist das mal gut. Das sieht ganz gut aus.
Ich weiß zwar noch nicht, wie ich hier schweißen soll. Das wird nachher noch lustig, aber da lasse ich mich mal überraschen. Alles ist besser als jetzt. Wollen wir mal Dank machen und anpumpen. So, ich hoffe, die Punkte halten. Jetzt heißt es erstmal wieder abkühlen lassen und den Schrauben halt ab und verschweißen das richtig. Klingt komisch und ist komisch. Drückt mir mal die Daumen, dass es funktioniert. So, ich hab ihn wieder zusammen. Und nein, das ist nicht der von den Scrimmler, das ist immer noch der originale von meiner. Und ich hoffe, dass die Schweißnähte auch alle halbwegs dicht sind. Ich habe gerade mitbekommen, dass die Aufnahmen mit dem Schweißen und den Schleifen hier zum Schluss nicht geworden sind. Das tut mir wirklich leid. So seht ihr aber auch nicht meinen Fusch. Das ist schon mal ganz gut. Und ich will auch keine Sprüche hören. Ey, Fröhlich, du kannst ja überhaupt nicht schweißen. Du kannst ja ja nicht. Die Sprüche werde ich sofort löschen. Ja? Weil ich bin einfach ein kleiner Friemler und ich habe mir das Schweißen angenommen und gut, ich muss ja keine Rechenschaft ablegen. Wa? Ich habe jetzt die Schlauchstellen schon alle so ein bisschen anfixiert. Die müssen nachher noch ein bisschen so passend gemacht werden, dass ich auch schrauben kann. Jetzt werden wir das Ding erstmal anbauen und gucken, ob er dicht ist. Wa? Ich bin mir selber noch nicht sicher, ob das dicht ist. Gut, hier mal ran und Quatsch und schrauben das Ding mal an. So. Alles verbaut. Jetzt werden wir sie mal starten und hoffen, dass auch meine Schweißnähte halbwegs dicht sind. Oh. Gut, gucken wir mal. Gut, es ist auf jeden Fall dicht. Das Qualm ist jetzt natürlich noch von meinem Rostlöser hier, den ich gar nicht gesprüht habe. Der geht noch eine Weile weg. Ich habe auch jetzt keinen Auspuffrand mehr dran. Ich vermute mal, so wie viele sagen, dass das Auspuffband das beschleunigt hat. Das wäre auch wahrscheinlich von Anfang an irgendwann mal durchgebrochen, weil das sind Schwachpunkte bei der Auspuffanlage bei Polaris. Die Vibration, der Auspuff ist zwar gummigelagert, das starr an dem Motor dran, der Motor ist auch gummigelagert, also es stehen da Schwingungen, dass da irgendwann mal das Ding wegbricht. Und ich weiß, dass meine Sache hier, die ich jetzt heute gemacht habe, nicht ewig hält. Aber ich kann es jetzt wieder rauszögern, um hoffentlich ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, mir einen neuen Auspuff da zu kaufen. Wa? Gut, jetzt schraube ich noch alle zusammen. Also schnipse ich jetzt und dann ist die wieder zusammen. Ich kann nämlich zaubern. Ha? Das ist gut, oder? Wenn es mal immer so gehen würde. Gut. Also, ich habe jetzt das hingekriegt. Vielen Dank nochmal fürs Angucken, für das Video, dass ihr das durchgehalten habt. Das ist der beste Support, den ihr mir eigentlich geben könnt, dass ihr meine Videos auch wirklich von Anfang bis zum Ende guckt und nicht vorspult, großartig. Die Werbung nicht wegklickt, wa? Vielen Dank nochmal. Vergesst den Daumen hoch oder runter nicht. Ich weiß, ich kann nicht wirklich perfekt schweißen, aber ich kann jetzt auf jeden Fall das ein bisschen rauszögern, mir dann einen neuen Auspuff zu kaufen, wa? Gut. Jetzt muss ich bei der Scrimmler weitermachen. Ich bin jetzt erstmal mit meiner wieder durch. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Der kommt garantiert, wa? Haut rein. Ich muss aufräumen. Aber ich mache jetzt mal ein Bier auf, wa? Ciao.